Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich wollte es heute mal ganz, ganz locker angehen lassen. Also starten wir heute hier mal mit unserer Forschung der Riesen, denke ich mal, im Nachtdorf. Ich habe sie mir jetzt also irgendwo erkummelt in den letzten Bonusspielen und 4 Tage laufen die. Das ist natürlich auch ein Wort zum Sonntag, aber egal, die machen wir. Und es gibt ja auch noch andere Events hier zu spielen, aber das, was ich eigentlich auch machen wollte, ich habe schon mal ganz langsam angefangen, die Vorbereitungen hier zu treffen für Rathaus Level 11. Das heißt, ich mache meine heißgeliebten Eckenbäume hier weg und natürlich auch noch für ein anderes Event. Denn ich habe festgestellt, dass wir, oder dass ich vor allen Dingen, ich kriege überhaupt nichts in die Base rein. Also weder hier so mal so ein Item, also ganz, 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 ganz wenig. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer die maximale Anzahl an Büschen, Trees und so weiter in meiner Base erreicht habe. Und deswegen spawnt wirklich nur, wenn ich mal einen Baum wegmache, dann spawnt mal wieder so ein Ast oder sowas. Und deswegen habe ich gedacht, wir gehen hier mal so ein bisschen einmal rundherum, machen meine heißgeliebten Bäume hier einmal weg, damit wir vor allen Dingen auch für das Halloween-Event gerüstet sind. Denn dort gibt es natürlich wieder irgendwas Schräges Neues. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Und dann kann das hier nachspawnen. Also ich habe dann gleich wirklich nur noch die Weihnachtssachen hier, die Halloween-Sachen vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr in der Base. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen, haben wir ein paar Juwelen, ein paar Juwelen auch gemacht. Und so ein bisschen Mini-EP. Aber wir haben uns jetzt komplett einmal von den Sachen getrennt hier. Ich habe auch schon den Kuchen hier abgebaut. Hier war ja bei mir ein Kuchen drin, hier neben der Kaserne. Und ich habe mir schon so ein paar Rathaus 11 Layouts angeschaut. Ah, der muss natürlich auch weg, denn der stört so ein bisschen. Also machen wir dies erstmal und dann sind wir ein bisschen Event vorbereitet. Also in 1 Tag 15 Stunden Spooky Fun. Das ist ja cool. Sehr, sehr geil. Und im Moment ist natürlich sowieso super Event hier mit dem 4-fach-Star-Bonus. Ich habe mir schon zweimal, musste ich mir auch schon die Clan-Truhe auslöffeln, weil wir den letzten Clan-Krieg auch vor allen Dingen gewonnen haben. Da kam richtig was zusammen. Und ich habe auch schon mit den Packers angegriffen. Und das machen wir jetzt auch mal. Ihr seht hier meine Armee. Ich habe also 2 selber dabei. Einen in der Clanburg. Ihr wisst, ich bin ganz unkompliziert. Der braucht bei mir nicht Max sein oder so. Und wir gehen einfach mal rein, suchen Gegner. Sobald wir den gefunden haben, stürzen wir uns auf den. Denn ein Angriff danach muss ich ja noch machen. Ich habe es jetzt erst einmal gemacht mit den anderen Chars. Habe ich das schon teilweise durch. Und ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, ah Toto, wieso hast du nicht am Samstag gestreamt? Ja, das kann ich euch sagen. Ich hatte ja am Freitag die harte PvP-Nacht. Und so hart war die gar nicht. Also Herr der Ringe Online, gar kein Thema. Hat wunderbar funktioniert. Ich bin ein paar Stunden mit meinem Pirscher durch die Ettenöden. Und aber als ich dann, ich glaube nach 2 Stunden, glaube ich, hatte ich da auch ein bisschen, war ich erstmal wieder durch und gesättigt. Denn wenn du es ein bisschen länger nicht spielst, ich musste mir erstmal wieder einen Stamm suchen. Die haben mich einfach aus meinem Stamm rausgeworfen. Weil ich natürlich jetzt auch immer mal wieder 4-5 Tage oder so oder eine Woche oder 2 überhaupt kein Monsterspiel gemacht habe. Alter, der ist ja krass. Yes, den nehmen wir mal mit. Und da kann man natürlich vermuten, ja, deswegen hat der Toto nicht gestreamt, weil er natürlich den ganzen Tag gepennt hat. Nein, ich wollte danach ja vor allen Dingen noch ein bisschen Guild Wars 2 spielen, aber das Spiel startete nach dem Update gar nicht. Gar nicht. Und oh, das hat mich so abgewurmt, dass ich natürlich an der Stelle dann echt, ja, ich war super sauer, kann man nicht anders sagen. Oh, ich hab jetzt schon meine Queen verloren hier. Oh, der hat ja auch noch Clan-Truppen hier. Shit. Ich habe Mauerbrecher dabei, super, ne? Ja, ist ja auch nicht schlecht. Und ich habe Sprungzauber dabei. Das kann man natürlich erst richtig machen. Das war jetzt ein doofer Gegner für mich. Muss ich mal so sagen. Ah, Mauerbrecher, Mist. Ach, jetzt macht doch mal ein bisschen mehr da, ihr Bowler. So, jetzt machen die mal ein bisschen mehr. Hier haben wir zumindest. Gewinnen wir denn wohl? Da nochmal den Sprung gesetzt. Mal sehen, ob da noch was springt. Oh, wir haben noch Heiler. Heiler auch noch dabei. Okay. Da gucken sogar 2 zu, wie ich diese Scheißbase hier mache. Aber ist nicht so schlimm. Wir brauchten nur gewinnen hier. Ja, und ich habe stundenlang gesucht, warum mein Guild Wars 2 nicht mehr gestartet hat. Nach dem Patch. Und ich
Ich hab's dann in den Morgenstunden, ich hab's einfach erstmal aufgegeben, hab gedacht, ach komm, lass sein, Toto. Guckst du noch mal ein bisschen später und ich habe dann auch, so ich muss mal eben die Armee komplett nachtrainen. Ich habe dann auch noch mal geguckt und bin dann auch tagsüber fündig geworden. Aber an dem Tag hatte ich so Kopfschmerzen. Also ich hatte Kopfschmerzen wie Sau. Jetzt können natürlich denken, ja, du hast wieder viel geraucht, viel gesoffen. Nein, habe ich nicht. Ich habe im Moment überhaupt keinen Alkohol hier im Haus und rauche natürlich ab und zu mal eine. Das ist mein Laster, keine Frage. Aber ich bin sehr wetterfühlig und das Wetter ist ja im Moment ein Auf und Ab und für den Oktober viel zu warm, hätte man fast gesagt. Und ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Das hat erst gestern Abend aufgehört. Ich habe auch nichts genommen, weil wir haben auch in der Regel nichts im Haus, weil wir sind hier nicht so die Pillenschluckerfamilie. Und ich habe dann aber gestern Abend, wir waren dann doch noch spät, ganz, ganz spät weg, habe ich mir doch noch einen oder ein paar Tabletten geholt, aber relativ leichte Tabletten. Und ihr seht das hier, ich bin immer ganz gut eigentlich am Farmen im Moment. Also ich will die Pötte ja richtig voll haben. Wir müssen noch die Barbaren machen. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich nicht gestreamt habe. Einfach mal nur so als Information für euch. Und ich war einfach dann natürlich nicht in Stimmung. Ich meine, wenn du dann vorm Monitor hier sitzt, wirst du noch angestrahlt wie ein Irrer und sollst dann gute Miene zum nicht so schönen Spiel machen, weil es eigentlich nicht gut geht. Das bringt dann auch nichts. Das bringt mir nichts und euch bringt das erst recht nichts, wenn ihr hier so einen mies gelaunten Toto sitzen habt. Und hat sich aber alles erledigt. Ich habe heute richtig viel gepennt und war auch heute richtig viel an der frischen Luft. Sie ist ja wieder ein bisschen frischer geworden. Und deswegen weiß ich gar nicht, wenn ihr das Video seht, ist ja schon Montagmittag. Ob ich dann Sonntagabend noch einen Stream rausgehauen habe, das kann ich euch nicht beantworten, weil ich ja ein bisschen in der Zukunft drehe. Und es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Es war ja viel Clash of Clans von anderen am Wochenende und deswegen greife ich denen auch nicht rein. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen mit euch und auch vor allen Dingen auf mein Rathaus 11. Das merkt er immer mehr. Ich bin so richtig so, yes, jetzt kommt es endlich auch für mich und so wie ich das auch sehe, kommt mir auch dann nichts mehr dazwischen. Also nicht irgendwo noch ein Gebäude oder noch irgendwas, was ich upgraden muss. Musste ich ja jetzt auch nicht. Ich war ja im letzten Update total froh. Bin ja auch Bilderholz 6, das heißt also auch diesen ollen Bogenschützenturm habe ich ja fertig. Und also es warten jetzt echt nur noch die Barbaren. Ich glaube in 3 Tagen, wir gucken gleich mal rein, wenn der Kampf hier vorbei ist, wie viele Tage es denn eigentlich noch sind, aber es schrumpft ja eigentlich immer nur um einen Tag, weil ihr seht ja von mir ein tägliches Video. Deswegen habe ich gestern ja gesagt, sind es noch 5 Tage, also werden es heute noch 4 Tage sein, wo ich dann das Rathaus und die Barbaren zeitgleich anstarte. Ich habe jetzt auch schon genug Ressourcen, auch an Elex, vor allen Dingen hier durch das Event, durch das Vierfach-Event ist der Pott natürlich richtig schnell an der Stelle zu. Und was mich auch freut, sind die Päcker auf 5. Die sind gar nicht mal schlecht. Schönes Event hier mal wieder. Also, schauen wir mal nach, wie lange wir noch brauchen. Ja, wir brauchen jetzt noch genau, was habe ich gesagt, nach 7 Tagen, also 3 Tage, 15 Stunden. Wunderbar. Sieht gut aus hier. Und ich würde sagen, ich switche jetzt mal auf den Donnerbengel-Account. Da muss ich nämlich noch einen Clankriegsangriff machen. Und dann machen wir hier noch einen Farmangriff. Dann haben wir auch wieder eine Folge zusammen von mir. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, ich habe auf den Donnerbengel gewechselt, also bevor ich das hier wieder verpasse, ich verpasse das natürlich nicht, habe ich heute noch einen CK-Angriff hier zu machen im RH9-Bereich. Und ihr seht das hier, mal wieder ziemlich dominant, die True Warriors 2 hier 5 gegen 8 gegen die Clash of Legend. Und haben wir noch Angriffe offen? Ja, und wir haben immer noch Angriffe offen, also der La Bessa Negra hier kann noch angreifen. Und im oberen Bereich, aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt die 5 hier mit einem Golaloon. Kann also sein, dass ich jetzt gerade mal gleich ein kleines bisschen leiser werde. Habe mir also gedacht, ich komme hier über die Queen-Seite. Ich habe es euch ja gestern schon mal erklärt, Golaloon, Queen muss weg. Und versuche natürlich, möglichst weit in die Base reinzukommen. Feger, Luftabwehr, Luftabwehr. Hier ist der zweite Feger und ich versuche dann von hier oben irgendwo, denke ich mal, mit meinen Loons hier dann quer über die Base zu fliegen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Wir gehen hier einfach mal rein. Unerschrocken in Attack hier mit dem RH9. Da mache ich ja gerne. Ich mag ja nach wie vor RH9, aber die Bauhütte darf ich hier nicht vergessen und hier oben nicht vergessen. Und jetzt nehmen wir mal den Multitouch hier für die beiden Gullis. So. Der kämpft sich hoffentlich daran. Mal sehen,
Muss mal eben schauen. Jetzt hat der Minenwerfer geschossen. Nicht, dass mir die Mauerbrecher hier dann verenden. Ich nehme schon mal den Sprung und ein Gift. Zweiten Gift hier mit rein. Und jetzt muss ich nämlich schon... Oh, wieso kommt meine Clanburg jetzt gar nicht raus? Naja. Okay, meine Clanburg kam gerade nicht raus. Das ist natürlich doof. Wo ist denn eigentlich mein King am Rumeiern? Ach so, der Drache ist da auf dem... Ist auf dem... auf den Golem gewesen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen warten. Feger ist allerdings schon weg, das ist nicht schlecht. Luftabwehr, die erste ist jetzt auch schon weg. Mal sehen, ob wir die zweite auch noch irgendwo packen, aber ich glaube, die zweite packen wir nicht mehr. Deswegen denke ich mal, gehen wir jetzt schon mal mit unseren Hunden hier durch. Und oh, nicht, dass ich die Queen hier vergesse. So, jetzt muss ich eben mal ein bisschen eilig werden hier. Und auch noch mal einen Gift schmeißen. Ja, das sieht nicht gut aus hier für mich. Die fliegen doof. Die fliegen blöde. Naja, was soll's machen? Wird nur ein Stern hier. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben in jedem Fall gewonnen. Das schafft der Gegner nicht mehr. Und ja, die sind blöde geflogen. Jetzt kann ich nichts machen. Ist nicht so tragisch. Das bleibt sogar bei einem Stern. Ich kann jetzt eigentlich schon abbrechen. Ich lasse den Kampf aber trotzdem immer auslaufen, um zu sehen, wie weit wir sind eigentlich gekommen. Aber der war ein bisschen dösig. Wir hatten sogar jetzt 4 Zuschauer. Ja, dann kommt gleich wieder ein Schade, Toto. Ah, naja, was willst du machen? Ist nicht so tragisch. Das analysiere ich mal nachher, woran es gelegen hat. Ich habe nämlich wieder getippt hier und es kam wieder nichts raus hier. Ich meine, wenn ich jetzt hier tippe, ihr hört das vielleicht sogar, das Tippen, dann steht da natürlich All Forces Deployed. Also ich habe schon alles. Ich kann tippen. Ihr seht das auch. Unten wird das kurz gehighlightet. Aber manchmal, vielleicht tippe ich auch zu sachte auf mein Tablet. Ich will es auch schon. Ist ja auch mein zweites Heiligtum neben dem PC. Deswegen, naja. Ich weiß noch nicht, ob ich was aus dem CK hier zeige. Ich wollte eigentlich jetzt weitermachen, so ein bisschen mit TW1. Die sollen ja auch nicht auf der Strecke bleiben. Denn irgendwann, ja, wird es natürlich ein bisschen weniger werden. Da werden wir hart Rathaus 11 haben. Also irgendwann gehe ich auch runter jetzt von den Pokalen. Und werde mich schon mal ein bisschen einschießen mit Riesen und mit, ja, das passt natürlich auch immer. Das passt auch immer super. Wenn du im CK angreifst und wenn du gerade aufnimmst, dann klingelt das Telefon. Naja, jetzt ist aber auch vorbei hier. Eine Sekunde. Na, Pech für Egon. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben trotzdem gewonnen. Ich nehme den guten Bonus hier natürlich auch mit. Was kriegen wir hier? Ja, sieht aber gut aus. 58, 26 Stunden noch. Und der Gegner greift hier mehr recht als schlecht an. Ihr seht das hier so ein bisschen. Überall was offen. Und das ist für die zu schwer, das zu kompensieren. Das ist einfach so. Ich gehe wieder zurück auf den Toto. Da machen wir einen zweiten Farmangriff. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Naja, mies. Ist mir nicht ganz so gut gelungen, der Angriff. Aber ist nicht ganz so schlimm. Wir können auf jeden Fall hier wieder weitermachen. Und ein wenig RHL vorbereiten. Beziehungsweise ist ja noch ein Angriff hier aus dem Event. Also auch hier lasse ich natürlich die 30 relativ leicht verdienten Juwelen und die 100 EP nicht verstreichen. Also ich mache die Events, die Dreier-Events gehen immer, die 10er-Events, damit habe ich immer Probleme, die mit allen Chars irgendwo gleichzeitig zu machen, ist auch ganz klar. Dann artet das Ganze natürlich extrem in Stress aus und ich bin ja mal gespannt, also wenn mal wieder das Drachen-Event kommt mit 10, dann spiele ich das auch mal ganz, ganz hart ein, Charakter nach dem nächsten und nicht alle auf einmal. Ich glaube, so ist es besser, wenn man mehr Accounts spielt. Und mal sehen. Ich will ja keine, also Pokale will ich jetzt sowieso nicht mehr machen. Ihr habt das ja gehört, ich habe das eben erklärt. Ich werde ein bisschen droppen schon mal. Und es dauert zwar noch länger, aber ich will mich mal so ein bisschen einschießen, wieder ein bisschen was anderes bauen, Kobolde etc., dass ich da mal wieder reinkomme. Die habe ich ja jetzt ewig nicht benutzt. Ich habe jetzt die ganze Zeit mehr oder weniger, was sind es eigentlich? Was sind das eigentlich? So Art Farm-CK-Armeen genutzt. Und kann ja jetzt noch die nächsten 2 Wochen auch noch locker immer wieder mit dunklen Truppen irgendwas machen. Also ich versuche natürlich jetzt immer meine Pötte immer relativ voll zu halten, damit ich, wenn ich den RA11 bin, auch gleich alles ausgeben kann. Wie auch immer, müssen wir mal gucken. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie das Ganze sich gestalten soll. Weiß auch noch nicht. Oh, wow. Heieieiei.
So einen kann ich nicht stehen lassen hier, muss man einfach mal so sagen. Den kann ich nicht stehen lassen. Und wenn ich jetzt gleich 3 Wut hier auf meine Prinzess hauen muss, das ist mir egal. Den kann ich echt nicht stehen lassen. Leute, das geht ja gar nicht. So einer geht ja gar nicht. Und boah, da ballern 1, 2, 3 X-Bogen auf mich. Das ist krass, aber der Adler ist schon mal weg. Das ist noch viel besser. Und ich zünde sie jetzt auch. So, denn da kommt auch gleich die Queen. Jawohl. Wunderbar. Dann gucken wir mal, was ich jetzt in der Clanburg habe. Ah, das sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus hier. So, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ist natürlich sehr gewagt hier, die Mauerbrecher an dem Bogenschützenturm. Aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus. King auch mit rein in die Meute hier. Und dann sollen die hier mal jetzt reingehen. Ja, jetzt habe ich natürlich, ja, super Toto. 2 Sprünge hier, das ist top. Ich will gar nicht so super weit kommen. Ich muss gleich auf jeden Fall die... Oh, das sind ja Single Infernos. Beide Single Infernos. Und die muss jetzt unbedingt durchfriesen. Mal sehen, wie weit jetzt meine Truppen kommen, dass die wenigstens das noch schaffen und vielleicht noch ein Rathaus. Na komm, die Päcker da in die Mitte. Jawohl. Oh, beide sind weg. Da ist noch was in Heilung. Ich glaube, mein King wird gerade geheilt. Ich glaube, der King wird gerade noch geheilt. Und da haben wir wieder einen Zähler mehr auf unserer Adler-Artillerie-Zähler. Denn das ist ja auch ein Erfolg. Und den will ich ja auch irgendwann mal voll haben. Jetzt haben die Heiler geschwenkt. Mal sehen. Oh, da gibt es noch ein bisschen Elex, was ich noch kriegen kann. Da habe ich den Pott ja noch nicht ganz so voll. Aber ich lasse den Kampf jetzt einfach mal auslaufen. Denn es ist auch mein letzter. Ich glaube, der ist mir nochmal gelungen. Da habe ich nochmal richtig Lack. Und guckt euch die Päcker an hier. 2 Stück. Boah, das ist so der Hammer. Und jetzt sind die auch noch unter Heilung. Und hier ist ja kein Inferno mehr und gar nichts. Die kriegen hier jetzt zwar Feuer ohne Ende, aber keine Chance. Oh, jetzt kriege ich natürlich... Okay, jetzt kriegen meine Heiler Feuer. Und jetzt ist das auch... Ah, immer noch nicht. Okay. Sind immer noch in Heilung. Und... Ah, das sind 3. Das sind alle 3 Päcker. Sehe ich gerade. Das sind 3 Päcker hier noch. Auch kann da nicht einer nach außen gehen. Da ist doch noch... Da außen. Schade. Schade auch. Oh, auf der Seite ist auch noch nicht ganz leer, aber Queen ist noch dabei, oh super. Und mir gucken auch wieder 2 Leute zu, wunderbar. Seid gegrüßt hier beim Toto Clash, der ein bisschen rumfarmt, wo die Päcker gerade alle ihren eigenen Weg gehen. Oh, der eine macht vorbildlich die Bauhütte, hier hinten haben wir keine mehr. Aber das Lager ist unser, die Queen ist jetzt leider auch weg. 21 Sekunden, ob wir das noch packen? Ich meine, für die lumpigen Pokale hier, da kriegen wir jetzt nur einen, glaube ich. Aber hätten wir das verloren, hätten wir 36 Pokale verloren. Das ist auch krass. Und ich glaube, der letzte Angriff ist noch ganz gut. Wir haben ihn ja auf 0. Ja, wir haben ihn auf 0. Und dann gucken wir mal, wie viel das mal eben so waren. Also, da, schöner. Also die 3 Päcker, die sehen echt cool aus. 826 Gold, 789. Ja, da kann ich mit leben. Super hier. So wird mein Elex, ja, ums Gold ist natürlich schade, gar keine Frage. Und nochmal den Bonus. Ja, und das Event geschafft. Oh, jetzt gleich alles auf einmal hier bei Toto. Also krasse Sache. Wie voll ist der Laden wieder? Oh, da geht's auch schon wieder. Gold ist schon wieder voll. Klar, ich kann nichts ausgeben im Moment. Und sieht aber gut aus hier bei mir. Denke ich mal, ich habe jetzt kein Schild. Ich muss mir jetzt mal ein bisschen Dev basteln. Ein bisschen kann ich ruhig verlieren. Auch, ihr seht das hier auch am Dunklen. Wenn ich das jetzt abhole, nochmal 6, 8 drauf, dann sind wir hier bald bei 190.000. Also ich stehe hier ganz gut im Futter und fieber jetzt nur noch Rathaus 11 entgegen. Ich hoffe, die Folge mit 2x Farm, 1x CK-Angriff hat euch trotzdem gefallen für Montagmittag hier. Denke ich, ist das Angenehmste für euch. Wir sehen uns in jedem Fall öfter in dieser Woche. Also ihr werdet natürlich täglich meine Videos sehen. Ich verbleibe, euer Toto. Clasht.